Willkommen zurück hier zu Stalker. Die Typen hier haben gerade herumgezuckt, als ob die irgendwas gesehen haben, irgendwas, was hier nicht hingehört. Ich war es nicht, ich stand direkt vor denen. Huch, wollte ich gar nicht, wollte ich auch nicht. So, ja, willkommen zurück zu Stalker Shadow of Chernobyl. Wir sind hier im Dorf der Freiheitler, die den Wächtern gegenüber nicht besonders gut gegenüberstehen, aber wir sind denen neutral gegenüber und sollen jetzt hier infiltrieren und gucken, was die denn so für schöne Waffen haben. Und wir wollen hier gerne reinkommen. Und der Bsjomer Riese, ne, der ist ja auch so groß, weil er auf der Treppe steht, der fragt uns, was willst du? Ich suche den Anführer der Freiheitsfraktion, ich habe extrem wichtige Informationen für ihn. Das stimmt. Ach ja, und wie wichtig sind die? Nicht weit von dieser Basis bin ich einer Gruppe Wächter begegnet. Weil, wir haben, die Wächter haben ja, oder der Anführer der Wächter hat gesagt, dass hier ein paar von offiziellen Wächtern in der Gegend herumlungern, die sich allerdings seinem Befehl nicht, also die den verweigert haben, die sich, ne, die eigenständig unterwegs sind. Nennen wir es mal einfach beim Namen gerade raus. So. Und die haben wir getroffen und die hätten uns über den Haufen schießen können, wenn sie denn wollten. Haben wir aber nicht gewollt. Und wir sagen jetzt so, hier, da sind welche. Oh, oh, anscheinend wollen die Wächter wieder nachziehen. Na gut, du kannst hier rein, aber steck das Teil weg. Denk nicht einmal daran, hier drin Chaos anzurichten, sonst verlässt du dich uns bald sehr wieder, und zwar mit den Füßen voran. Das ist eine interessante Kriechmethode, aber okay, in Ordnung. Okay, okay, Junge, lett mich da durch. Jetzt geh dann schon. Hallo? Na siehste. Okay, also wir haben jetzt denen gesagt, dass da Wächter sind, und die Wächter haben gesagt, denen ist es egal, dass da Wächter sind. Also sind wir mit beiden jetzt noch ziemlich neutral hier. Was? Ich hab doch keine Waffe. Oder will der mich hier nur wegschubsen? So, ich speichere nochmal ordentlich ab. Weil man weiß ja nie, ne? So. Bei dem Spiel gibt es ja ganz viele verschiedene Enden, wie ich gehört habe. Hi. Und wir werden natürlich nicht alle jetzt hier spielen. Das ist, würde den Rahmen dieses Let's Plays sprengen. Was ist das denn, ne? Hi. Geizhals, die Leute sagen, du hättest dich in unserer um diese Blutsauger im Dorf gekümmert. Ist das wahr? Ja, das stimmt. War es schwer? Es geht so. Hallo, wir haben noch nicht mal Auswahlmöglichkeiten gehabt. Ich hätte dazwischen, ja, es geht, ja, total schwer, nein, überhaupt nicht und irgendwas noch auswählen wollen. Interessant, alle möglichen Arten Kroppzeug verbreiten sich aus dem Zentrum der Zone. Aber woher kommen sie? In Ordnung, nimm dies für deinen Einsatz. Gegenstand erhalten, Kristall, aha. Belohnung für den elektrischen Blutsauger. Kannst du mir was Interessantes erzählen? Die Wächter geben überall mit ihren ach so heldenhaften Taten, kennen wir schon. Handel. GP37. Also die feuert auf jeden Fall ordentlich was raus, ist auf jeden Fall auch in allen Eigenschaften stärker als unsere aktuelle und natürlich auch gleich 10-mal so teuer wie die andere, die wir gerade hier unser eigen nennen. Ist ja auch schön. Ich meine, wir haben zwar einigermaßen viel Geld, aber trotzdem wollen wir das hier nicht raushauen zum Fenster. Kristall. Ach, guck mal. Entsteht durch den Eintritt von Schwermetallen in die Anomalie Brenner. Dieses Artefakt eliminiert Strahlung hervorragend, wird von Stalkern hochgeschätzt und ist schwer zu finden. Ja, das ist schön. Verlassen. Tschüss. Ist das die Waffe, die... Nee, was sollen wir denn für eine Waffe finden? Wir sollen? Das Lager der Wildtunnel, bla bla. Antenne erreichen. Wie Antenne? Achso, Norden. Antennensteuerung, Maschine deaktivieren. Schachtel vom Armeeposten stehlen. Ach, das Ganze im Süden, genau. Sollten wir machen, solange noch Nacht ist. Ich glaube, will ich da jetzt hinrennen? Ich meine, wir sollen ja sowieso nach Süden, von daher wäre das ganz passend eigentlich gerade. Koch, der Freiheitsbasis mit Koch sprechen. Ja, wieder ganz hochfliegen hier. Da sind wir. Granatwerfer finden. Bruder-Granatwerfer zu General Voronin bringen. Ist das doch kein Granatwerfer, was er da hat. Aber auch hübsch. Huch, nein. So, was ist denn das? Oh, schön. Weißt du, sieht schon ziemlich granatig aus. Aber es ist wahrscheinlich was anderes. So, hier ist ein Koch-Zeugs. Ich gucke mich mal oben um, ne? Wenn wir schon gerade mal hier sind, dann sind wir gerade mal hier. Hi. Ist hier der Einführer? Lukas. Hey, Stalker! Stalk hier nicht rum. Was brauchst du?
An einem Gehölz bei eurer Basis habe ich eine Gruppe der Wächter gesehen. Ungefähr 8 Männer, gut ausgerüstet. Nicht viel, wirklich. Es kam der Tipp, dass wir uns es nicht mit beiden Fraktionen verscherzen sollten. Deswegen sollten wir nicht das erste wählen. Deswegen sagen wir nicht viel, nö. Dann lass uns von hier verschwinden. Okay, Zeit ist Geld. Dann lass uns... Achso, ich brauche einen Auftrag. Oder kannst du mir was Interessantes erzählen? Hast du gehört, dass die Wächter uns was die Wächter uns angedroht haben? Sie wollen uns zu Staub zermalmen. Ha! Ich mache mir Sorgen um diese Sache. Vor allem, weil sie sich angeblich mit den neuesten Waffen ausgestattet haben. Puh, kommt... Ja, weiß ich nicht. Geht. Handeln? Was hat der? Der hat auch nichts, ne? Auftrag? Brauche ich einen Auftrag? Die neutralen Stalker erledigen, eine Wildschweinkeule besorgen, kugelsichere Weste beschaffen, die Nagerherde vernichten. Wo ist denn hier eine Nagerherde? Nagerherde? In der Nähe unserer Basis gibt es keine Nager und diese Viecher können überall hingelangen. Aha. Vor kurzem waren hier so viele, das würdest du kaum glauben. 2 Monate mussten wir uns mit ihnen herumschlagen. Hahaha. Hahaha. Hahaha, es sind nur 3. Wir haben also versucht herauszufinden, wo die Nager in unserer Basis eingedrungen sind. Aus dem Wildgebiet, verstehst du? Ich fürchte, dass sich diese springenden Ratten vermehren und zurückkommen. Jemand muss sich darum kümmern. Bist du dabei? Ja, ach komm, wenn wir schon mal dabei sind. Hi. Puh, der leuchtet. Schön, Lager vernichten. Tschüss. Wo war das denn? Oder habe ich da jetzt irgendwelchen Quatsch angenommen? Wo sind wir denn gerade aktuell? Haben wir das eingezeichnet, wo das Lager? Da ist ein Versteck. Armeelager irgendwo. Also ich denke, wir müssen dann einfach hier das absuchen, wo denn hier... Na, wo denn was zu suchen ist da. Könnt, ist ja okay. Oh, schöne Taschenlampe habt ihr. Ja, ja, ist ja gut. Seid ihr stolz drauf, ne? Kühlschrank. Ah, cool. Oh, Ventilator. Ganz schön dunkel hier. Ich könnte ja Licht anmachen. Aber das ist dann so hell. Was ist hier denn ein Loch in der Wand? Was soll denn der Quatsch? Es zieht doch. Ach cool. Ach cool. Hm. Schön, schön. Ist hier was hinter? Hallo? Hallo? Nö. Ich springe mal raus, ne? Wenn ich denn kann. Hallo? Ja? So, ich mache mal das Licht trotzdem an, damit man hier mehr sieht. Gut, die Ratten sind hier oder die Viecher sind hier irgendwo reingekommen. Nur ist die Frage, wo? Hier? Nicht. Hier steht noch jemand rum. Da oben ist jemand auf dem, ne, auf dem Dingens. Wir müssen mal gucken. Da ist ja noch der Koch. Wir gehen mal hier aufs Dach, einfach weil es geht. Gucken uns den schönen Himmel an. Da ist ja Werbung drin. Oder soll man hier an der Seite dran vorbeigucken und überall schauen, wo denn hier Viecher reingehen könnten? Ich glaube ja, dass das... man das irgendwo dann sehen müsste. Ich bin zu erschöpft. Ich bin überladen. Warum eigentlich? Ich meine, gut, klar, wir haben immer noch viel zu viel Krempe dabei. So wie immer halt. Es ist eigentlich, ich möchte es gar nicht ablegen, so aus Gewohnheit. Ne, einfach weil sich das jetzt durch das ganze Spiel schon zieht. Ist so, ne? Kann man hier so ein bisschen so als kleiner Running Gag, der überhaupt nicht lustig ist, aber sehr runnig ist, weil man damit nicht rennen kann. Wir sollten auf jeden Fall nochmal die Häuser etwas durchstöbern, was da dann noch alles zu finden ist. Weil, sind wir mal ehrlich, irgendwo muss die olle Waffe der Granatwerfer ja sein. Ach, das gewittert aber schön. Der denn hier... ne, den wir denn mitnehmen sollen. Da ist auf jeden Fall ein Versteck. Da ist eine Kiste. Das sehe ich schon mal. So. Da. Oh, Tundor. Oder Tanda, weiß ich nicht genau. Heia Jason. Ist die schöner als unsere? Ein bisschen schon. Da macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das Schöne ist, wir sind jetzt komplett überladen. Freiheitssturmanzug. Der braucht doch keiner. Der ist doch viel zu schwer. Aber lasse ich den jetzt hier... Erstmal haue ich mir. Das ist Blitz. Also. Strahlung, Feuerball wird. Da wird dann ein Kristall draus, oder wie? Aus dem Feuerball wird ein Kristall? Ja. Es wurde auch der Tipp gegeben, dass hier die
ich immer die aktuellen Sachen der Situation anpassen sollte, weil damit ich weniger Schaden nehme und sowas, ist glaube ich ganz sinnvoll, allerdings müsste ich mich dafür auskennen oder müsste ich halt immer wieder schauen, was denn so Sache ist. Das Versteck haben wir doch jetzt gefunden, oder nicht? Warum zeigt ihr denn das trotzdem noch an? Oder ist das noch ein anderes? Ne, das haben wir das? Ja. Hallo? Wie, na gut, dann nicht. So, Kinder ist hier. Na, mal gucken, ob wir denn irgendwas... Was ist denn hier noch? Oh, schon wieder Zeugs. Ich will doch nichts mitnehmen. Oder wir brauchen tatsächlich noch eine Möglichkeit, Sachen zu verstauen, die nicht irgendwie komplett da oben ist. Vielleicht wäre das hier ein geeigneter Ort. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Da müssten wir aber hier ganz hinrennen. Das ist auch nicht so schön. Brauchen wir auch derzeit nicht. Wir haben eine Flasche Wodka. Genau, die brauchten wir ja eigentlich, aber der will die ja nicht haben. Warum auch immer, weil der so eine Zicke ist. So. Können wir dann hier einen Scope drauf scopen? Nee, ne? So, ich lasse das Zeug einfach mal hier. Kann sein, dass ich dann, also dass ich hier nochmal wieder herkomme, sollte glaube ich klar sein, aber dass ich dann nochmal in anderer Form hier vorbeischauen würde. Und zwar nicht aufgenommen, um die ganzen Sachen vielleicht mal zu sammeln. Aber erstmal überhaupt schauen, wie wir dann vorankommen mit dem ganzen. Wie wir denn hier überhaupt, ob wir die ganzen Sachen überhaupt noch brauchen werden. Ich glaube, hier ist Feuer. Nein, keine Granate. Ist auch noch so rumgeblitzt, hier ist auch noch Feuer. Kommen wir denn ein Leben durch? Hier ist auf jeden Fall mächtig Party. Und die Frage ist, ob hier überhaupt irgendwas ist, außer Knochen. Ich meine, ist ja ganz hübsch hier. Aber. So wirklich was zu finden ist hier nicht. Und wer brüllt da eigentlich ständig rum im Hintergrund? Tun wir uns dabei weh? Nee, so wirklich überzeugend fand ich das, den Eingang da jetzt nicht. Muss ich ja mal sagen. Das ist ja blöd. Haben wir nichts bekommen. Unter der Brücke soll noch irgendwas sein. Habe ich so herausgelesen. Oder in der Nähe davon. Oder auch in einem von den Häusern hier oben irgendwie in einem querstehenden Dingen. Entweder das oder irgendwas anderes querstehendes. Dann, oder senkrecht, keine Ahnung wie stehendes. Auf jeden Fall irgendwo ist hier schon was los. Kriegen wir Zeugs. Hier will ich eigentlich runter, ohne dass ich sterbe. Aber ich kann ja rennen. Jetzt, nachdem ich befreit bin von der Last des Alltags. Und den Waffen. So, hier sind auf jeden Fall ganz viele Leute in der Gegend. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem rattigenden Rattismus. Kann man hier rein? Wäre da was? Sieht nicht so aus. Oder kann man hier so ein... Nee, kann man auch nicht. I don't weiß nicht, was denn hier so Spannendes ist. Oder ich übersehe gerade was oder mache irgendwas falsch. Kann ja auch sein. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber Ratten sehe ich hier keine. Oder mache ich das komplett falsch hier mit den Viechern? Oder hier hinten sieht es so kaputt aus. Ah ne, das ist nur das Zeugs. Das darf kaputt sein, das ist okay. Was hier denn noch ist? Ein Gulli oder was? Was ruft der? Hep. Ist es Versteck oder? Ja, ne? Versteck. Das ist total spannend hier gerade, muss ich ja mal zugeben. Das schöne Gräber hier, ja. Nee, also irgendwie weiß ich gerade auch nicht so recht. Es war vielleicht doch nicht so der schlauste Weg, die Quest anzunehmen. Das sind einfach nur Kisten, ne? Der Kerl weiß auch nichts mehr, oder? Hier können wir auch nichts öffnen.
Na, Tür, geh auf! Da ist doch... Achso, das bin ich selber. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was auf der Karte eingezeichnet. Hi! Ich habe gehört, dass die Typen Bulldog sitzt und ich möchte bloß einen Blick drauf werfen. Nur, kannst mir... Bla. Komm, setz dich hier, wir werden viel Spaß haben. Was? Du, geht... was noch? Ich hab's vergessen. Was hattest du gefragt? Granatwerfer, ich möchte ihn sehen. Nee, das geht nicht, aber was du willst, mein Freund. Aber das nicht, das darf niemand. Okay, ich habe nichts gesagt, nur gefragt. In Ordnung, das wird die letzte. In Ordnung, das wird die... Und schau dich an, hast du alle weggeschluckt? Hick, da, Bruder, ist der Boden... Hick, Bulldog 6. Was? Ach, na, es ist im Dorf. Wir hatten mal zwei davon, aber diese Lümmel haben es verloren. Er ist vergeudet. Wirklich, Mann, diese Trottel. Tun wir jetzt so, als ob wir betrunken wären, oder sind wir das tatsächlich? Ach, schön. Ein Bulldog 6 von der Freien Fraktion geschaffen. In Ordnung, pass auf dich auf. Wirklich, Mann, diese So. Klar, setz dich trotzdem, du bist ja schon hier, ich gehe. Oh, klare Sache, entspann dich, okay, ganz nah an der Tür hinter mir, ich gehe. Was? Da, was Interessantes erzählen kann er mir sicherlich nicht. Aber wir können natürlich jetzt alle drei Flaschen Wodka von ihm zurückhandeln. Ist ja logisch. Erstmal geben wir ihm die und dann handeln wir die zurück. So, wo haben wir denn jetzt hier? Im Dorf, natürlich, da waren wir doch schon.